Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Altblech Kutsche Garage. Ja, was machen wir in dem Video? Wir werden heute nach 10-wöchiger Abstinenz endlich meinen Zylinderkopf wieder montieren und am Ende vom Video läuft hoffentlich der Motor wieder. Schauen wir mal und dann nehmen wir euch jetzt mal mit. Gut, ich glaube, wir müssen euch jetzt an der Stelle mal nochmal abholen. Im letzten Video haben wir ja recht vorlaut gesagt, okay, Kopf schnell planen, hat keinen Riss. Hat sich doch leider ein bisschen anders rausgestellt. Ja, der Motorenbauer hat dann relativ schnell festgestellt, dass wir einen Riss im Kopf haben. Und in dem Zuge wurde dann der Kopf geschweißt und auch noch gleich komplett überholt. Genau, und wo wir das jetzt gerade schon mal offen haben, machen wir jetzt nur so ein, zwei Kleinigkeiten und da starten wir jetzt durch.
Perfect timing. So, jetzt sind wir am Ende der Reise angelangt. Es liegen ein paar Stunden dazwischen. Ihr seht, es ist schon wieder hell draußen. Und den Mittelteil, da haben wir euch leider nicht mitgenommen, weil zwischendrin die Kamera Geist aufgegeben hat. Aber wir hatten im vorherigen Video noch die Thematik mit dem unrunden Leerlauf. Das Thema haben wir jetzt auch noch gefixt. War wieder ganz klassisch Falschluft, in die Ansaugbrücke oben Bremsenreiniger reingesprüht und hast schon gesehen, okay, läuft schneller. Gut, alles klar. Dann haben wir das noch neu abgedichtet und jetzt läuft der Koffer wieder so, wie er sollte. What the fuck? Wir sind an dieser Stelle durch. Zylinderkopfdichtung ist erledigt. Wir haben keine Wasserproblematik mehr. Motor läuft butterweich, so wie es sein sollte. Und damit verabschieden wir uns.